Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Wir spielen Harry Potter und der Stein der Weisen für den PC. 2001 rausgekommen, wir sind mittendrin in einem Quidditch-Spiel, beziehungsweise es fängt gerade an. Ich konnte leider vorher nicht speichern, deswegen habe ich da einfach mal einen Break gemacht. Deswegen seht ihr jetzt gerade diese schöne Menübaum, den man hat, wenn man auf Pause drückt. Und also wundert euch nicht, es geht direkt los mit Quidditch. Torhüter taucht ab und fängt den Quaffel! Da kommt der Sucher von Slytherin! Potter hat den Schnatz gesehen! Klatscher! Ich habe noch nie jemanden so fliegen sehen! Potter gewinnt! Er dreht! Leider! Da kommt ein Klatscher! Gebt alles, Gryffindors! Oh, er hat ihn verfehlt! Oh, dumm gelaufen, Gryffindors! Beeindruckendes Talent! Los, Potter! Jetzt nicht auf! Ah, Torhüter taucht ab! Und verfehlt den Quaffel! Seht euch nur mal diesen Potter an! Er jagt den Schnaps! Was hat er denn? Es ist der helle Bade! Klatscher! Das kommt Potter an! Potter ist an! Oh, das du drauf hast, Harry! Entschuldigung, Professor! Das Publikum ist auf dem Häuschen. Los, Harry Potter! Schnaps! Ja! Geil ist, der Ton hört sich wieder auf dem Jahrmarkt, ne? Noch eine Runde. Schnell. Gewinne. Na gut. Dann gewonnen. Aber das ist abzusehen, dass wir gewinnen sollten, oder? Ich kann es alles gar nicht vorstellen. Harry Potter, der jüngste Sucher in der Geschichte von Hogwarts, gewann das Quidditch-Spiel. Der Typ, der gerade erzählt, der Erzähler. Nochmal Glückwunsch zu eurem Sieg im Quidditch. Ihr wart einfach fantastisch. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, Harry. Ron und ich haben seltsame Geräusche vor der Tür zum verbotenen Korridor gehört. Komm in den dritten Stock und hör's dir selbst an. Machen wir. Aber der Erzähler gerade eben, das ist doch die Stimme von Arthur, von King of Queens, also vom Vater von Harry, oder? Ich habe gerade gelesen, dass bei Gringotts der Zaubererbank eingebrochen wurde. Ich würde zu gern wissen, wer das war. Dann geht's hier hoch. Das ist ein verbotener Korridor. Was machen die beiden?
George und Fred vor. Ein schöner Tag, nicht wahr? Ja, das war schön. Das ist zwei. Nintendo! Die beiden, ey. Hey, Harry! Hast du 25 Bohnen gesammelt? Locker. Locker. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Wir brauchen sie für einen kleinen Streich, den wir den Slytherins spielen wollen. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Na komm schon, Fred. Wir haben noch eine Menge zu tun. Warum humpelt er nur? Man weiß es nicht. Okay. Wow, hast du das gesehen? Ich habe Professor Snape gerade aus dem verbotenen Korridor kommen sehen. Er hat gehumpelt. Komm, Harry, lass uns einen Blick riskieren, bevor Filch zurückkommt. Hast du das Knurren gehört? In diesem Korridor ist sicher etwas ganz Furchtbares versteckt. Erzähl mir das besser unterwegs, sonst kommen wir noch zu spät zum Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ab zu Professor Quirrell. Was wollen wir lernen heute? Heute wollen wir lernen, wie man mit Hilfe des Lumos-Zaubers schwarze Magie bekämpfen kann. Beobachte meinen Zauberstab. Halte dann die Maustaste gedrückt und mach das Symbol nach. Lass die Maustaste wieder los, wenn du fertig bist. Langsam machen wir. Das Haus, das am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, gewinnt den Hauspokal. 5 Punkte für Gryffindor. Versuche, etwas schneller zu werden, Harry. Ich schaffe das eigentlich ein bisschen aus dem Rand gekommen. Ich bin vielleicht noch ein bisschen besser werden. Eine herausragende Leistung, Harry. Stotter, Heini, nerv mich wieder.
10 Punkte für Gryffindor. Versuche, etwas schneller zu werden, Harry. Das war brillant, Harry. Okay, jetzt wird's schwierig. 15 Punkte für Gryffindor. Versuche, etwas schneller zu werden, Harry. Hier, 95, das. Schade. Schade. Oh, 94. Ganz im Ernst. 1%. Nicht schlecht, aber noch nicht ganz richtig. Ganz ehrlich. Naja, wir hätten wahrscheinlich dann nochmal 20 Punkte bekommen. 50 Punkte erreichen können hier. Schade. Geh mal hinterher. Ich bin auch immer nur ich, der das machen soll, ne? Die anderen müssen gar nichts machen. Du kannst den Lumos-Zauber ein wenig üben, indem du versuchst, die Lumos-Aufgabe zu bestehen. Folge mir. Okay. Halte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Du kannst den Zauber an diesem schluckenden Wasserspeier üben. Machen wir. Lumos! Der hat eine coole Bewegung gehabt. Ziemlich hell, nicht wahr? Du kannst jetzt die Spalte überqueren und dich auf die Suche nach den Sternen machen. Wir treffen uns dann später. Kann ich da jetzt raufspringen oder was kann ich da? Ich kann rüberlaufen. Kann ich mal rüberlaufen? Anscheinend. Ich teste mal. Kann ich einfach rüberlaufen? Ah, okay. Gut. Ja, das muss man ja wissen. Nicht, dass ich da irgendwie springe. Und ich muss gar nicht springen, ne? Gut. Oder gab es hier noch mehr? Ne, das war alles, ne? Wir laufen hier weiter. Hallo, Momora! Oh. Ja? Ne. Ab und zu sieht es ja aus wie geheim. So, können wir da noch einen Weg hin? Okay. Muss ich ja springen, aber muss ich zwischendurch mal springen, ne? Flipendo!
Rosa. Ach, ein Fahrstuhl. Gut. Gott sagen, was soll ich denn da machen? Da komme ich gar nicht hoch. Das ist ein Fahrstuhl. Komm noch ran. Nee, kurz warten, da kommt er. Hat gekloppt aus, oder? Jetzt. Hier. Drüben kommen wir auf jeden Fall nochmal rüber. Okay. Ich hätte gedacht, dass er jetzt hier drüben noch was macht. Aber vielleicht kommen wir auch einmal da hinten rum. Warte mal, hier ist nichts gekommen, ne? Nee. Gut, dann gehen wir hier links. So, dann zeig mal. Den nächsten Weg. Ah, hab ich mir schon gedacht. Okay, was ist hier noch was drin? Diese Bilder sehen immer so auffällig aus, da hätten sie auch irgendwas mitmachen können. Noch cool gewesen, so ein paar Geheimverstecke in diesen Bildern noch. Hätte es doch gebracht. Aber nein. Okay, jetzt kommen wir wahrscheinlich hier längs dahin oder so. Noch nicht. Alohomora! Alohomora!
Da denn? Schatzkiste? Neuer Weg. Wie cool ist das denn? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das glaube ich auch. Aber weißt du was? Interessiert mich nicht. Wir haben jetzt die anderen Wege hier. Oder bin ich jetzt richtig? Ja, ich bin richtig. Brücke hochgegangen, das heißt, wir müssen auf jeden Fall da rüber. Wir waren ja auch noch nicht. Flipendo! Was mit dir? Lumos! Mal den Weg! Da geht ein Fahrstuhl hoch, okay. Gut, dann müssen wir da hin. Jetzt also zurück. Da geht's ja auch irgendwo hin, ne? Ne, von da sind wir gekommen, ne? Geil. Hast du gesehen? Hallo? Kopflose Nick? Fast kopflose Nick. Geht's hier rein? Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Sehr gut. Ob wir alle Sterne haben, glaube ich nicht. Einen Stern habe ich, glaube ich, vergessen. Aber das ist dann so. Ja, komm. Halt, wir gehen erstmal hier längs. Mal treffen, die kann uns irgendwas geben, aber. So. Runterfahren sollten wir jetzt nicht, das wäre dumm. Aber hier machen wir gleich direkt eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.